Neue Popcorn! Dieses Mal aus dem Jahr 2004. Auf dem Cover Overground. War sie damals eigentlich Team Overground oder Team Preluders? Die Zeitung ist auch wie neu. Da ist sogar noch das Extra dieser Jahresplaner drin. Verständlich war hier auch die Doppelseite. Einmal Overground und einmal Preluders. Ich kann mich einfach noch so gut an diesen Artikel erinnern. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich war früher sehr, sehr großer Daniel Kugelberg-Fan und habe alles gesammelt. Ich muss euch gleich die Kamera umdrehen. Ihr müsst das sehen. Es gab noch die Highlights von 2003. Warte mal, hier waren die Top-Filme des Jahres, dann die Band des Jahres, nicht zu vergessen die Sänger und Sängerinnen und die Top-Hits. In der Ausgabe waren irgendwie auch 5000 Poster drin. Ich weiß, dass ich das von Christina safe hängen hatte. Drin Atomic Kitten, The Rasmus und Britney Spears. Hatte ich auch safe hängen. Freaky Friday war einfach neu. Ich finde auch wirklich, früher waren alle Filme mit Lindsay Lohan Hammer. Außer dieser Herbie-Film mit dem Auto, den fand ich nicht so gut. Ich glaube, der hieß Herbie, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den nur einmal gesehen und ich, ja, wie gesagt, fand ihn nicht so gut. Aber sonst... Girls Club, Freaky Friday, Anthony kommt selten allein, alle Hammer. Oh mein Gott, ich muss euch diese Gewinne zeigen hier. Ein Siemens-Handy. Den Kalender hatte ich übrigens, da habe ich noch 1000 Fotos von. Fernseher inklusive DVD-Player. Diese wunderschöne Anlage hier. Diese Videokamera. Es gibt noch eine zweite Seite davon. Einmal noch die Digicam. PlayStation 2, das war übrigens die einzige, die ich hatte. Parfüm von Daniel Kugelberg, ich hatte natürlich alle drei. Das war's schon, das war die Popcorn aus dem Jahr 2004.